Vorhang auf. Die letzten Kandidaten für die diesjährige Staffel von Let's Dance sind enthüllt. So wird Comedian und Schauspieler Oliver Pocher mit von der Partie sein. Das gab RTL unter anderem via Instagram bekannt, bei ihm muss sich die Jury nach einem harten Urteil für einen Konter bereit machen, heißt es dort. Und weiter, willkommen im Let's Dance Team. Datenschutz. Ich kann meinen Mund nicht halten, gibt der neue Kandidat auch selbst zu. Tanzerfahrung hat er zwar, allerdings eher zu Parodiezwecken. Wie sein legendärer Auftritt beispielsweise vor 10 Jahren als Britney Spears zeigte. Mehr als Disco Fox oder Walzer habe er aber noch nicht gelernt. Full of Energy. Will man Pocher den Status des Hofnarren bei Let's Dance zuerkennen, dann hat sie natürlich den der Königin, Evelyn Bodegi. Ja, auch die Gewinnerin von Ich bin ein Star holt mich hier raus. Wird die Tanzshow verstärken. Wie RTL inzwischen offiziell bestätigte. Wir sind uns sicher, dass sie strong, healthy und full of energy genug ist, um eine fesche Sohle aufs Parkett zu legen. Ich raste aus. Sagte sie jedenfalls schon mal mit Blick auf ihre Teilnahme. Doch damit ist noch immer nicht Schluss. Vielmehr gehören auch Ex-Handballprofi Pascal Henz und Comedian Eugene Kosa zu den Kandidaten. Die beiden dürften gute Voraussetzungen mitbringen, Henz wird als Sportler sicher nicht so schnell die Puste ausgehen. Kosa sammelte dagegen in nationalen und internationalen Wettbewerben jahrelang Erfahrung als Breakdance-Künstler. Teilnehmer fällt komplett. Mit diesen letzten Ankündigungen ist die Tänzer- und Tänzerinnenriege in der mittlerweile 12. Ausgabe von Let's Dance auch komplett. Die weiteren Teilnehmer sind Boris Becker ex Barbara Becker, Moderatorin Nasan Eckes, Sängerin Ella Endlich, der gehörlose Kampfkunstmeister und Schauspieler Benjamin Piefcho. Schauspielerin Ulrike Frank, Sänger Lukas Riege, Modemacher Thomas Rath, Schauspieler Jan Hartmann, Läuferin Sabrina Mockenhaupt und Musikerin Kerstin Ott, die sich mit einer Frau als Tanzpartnerin ins Geschehen stürzen wird. Die Moderation übernehmen wie schon im vergangenen Jahr Daniel Hartwig und Viktoria Swarovski. Die Jury bildet das bewährte Dreiergespann aus Joachim Lambi, Mozi Mabuza und Roche González. Los geht es mit der Kennenlernshow am 15. März bei RTL, ehe es dann an den darauffolgenden Freitagen heißt, Let's Dance.